Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Lieben, was ist das heute für ein verrückter Tag? Die meisten von euch werden wissen, wovon ich spreche. Unser Medienprofi hat einen neuen YouTube-Kanal erstellt. Ja, ich muss kurz vorweggreifen. Ihr werdet dieses Video wahrscheinlich erst am Mittwoch sehen, da ich für den heutigen Abend schon die 3K-Abonnenten-Premiere angesetzt habe und das auch gerne durchziehen würde. Ich habe von der Neuigkeit bei der Arbeit erfahren und ich war total perplex. Also ich habe nicht damit gerechnet, zumindest nicht jetzt, dass er es irgendwann wieder versuchen wird, auf YouTube Fuß zu fassen. Das habe ich schon vermutet, aber das kam für mich jetzt persönlich sehr überraschend. Und als ich dann mit der Arbeit endlich fertig war, da habe ich dann gesehen, dass die ganze Show schon wieder vorbei ist. Also sie hat quasi ohne mich stattgefunden, was aber nicht schlimm ist. Nichtsdestotrotz möchte ich, auch wenn ihr das einen Tag verspätet bekommt, so ein bisschen was dazu sagen. Einmal so ganz klein bisschen zusammenfassen, was genau geschehen ist und auch meine Gedanken mit euch teilen. Am Morgen hat er einen neuen YouTube-Kanal erstellt. Was direkt auffiel, war ja sein Standort. Er hat dort den Standort Berlin angegeben. Dass das nicht richtig ist, das brauchen wir hier gar nicht zu diskutieren. Auf mich wirkte die Kanalbeschreibung ja so, als würde er versuchen, etwas seriöser, etwas professioneller zu sein, als er das normalerweise ist. Die Kanalbeschreibung war auf Englisch und auf Deutsch verfasst, was ja generell nichts Schlechtes ist, aber sie war natürlich inhaltlich sehr, sehr schlecht. Und das hatte nicht zwingend damit zu tun, wie er schreibt oder spricht, sondern mit dem Wahrheitsgehalt. Da war eben ganz, ganz viel drin, was nicht stimmte. Nur um mal ein Beispiel aufzugreifen, da stand zum Beispiel drin, dass YouTube gegen die eigenen AGBs verstoßen hätte. Und das finde ich schon sehr, sehr fragwürdig, wenn er so etwas in die Kanalbeschreibung schreibt. Was auch auffällig war, dass in der Beschreibung stand, dass dies der originale Kanal wäre. Das hat natürlich auch für viele, viele Lacher gesorgt. Ein weiterer Kritikpunkt meinerseits und mit Sicherheit nicht nur meinerseits ist das falsche Impressum, denn er hat wieder den ASB angegeben. Auch da wissen wir, das ist natürlich völliger Humbug. Er hat dann wohl auch in den paar Stunden, in denen der Kanal vorhanden war, einiges hochgeladen. Unter anderem einen Trailer. Ja, bei dem Trailer, den ich im Nachhinein dann auch noch hören dürfte, also ich habe mir das ganze Material natürlich auch angeschaut, da hätte er sich ein ganz klein wenig mehr Mühe geben können. Auch wenn er dort sagt, dass er nicht glaubt, dass das Ganze lange halten wird. Ja, ich habe als erstes so gedacht, das klingt alles so ein bisschen wie jährlich grüßt das Murmeltier. Also er versucht es ja immer mal wieder und lernt irgendwie auch nicht daraus. Ja, dass er beratungs- und lernresistent ist, ist kein Geheimnis. Ich weiß. Ja, die Stimmung war nicht so prall, wenn ich ganz ehrlich bin. Er hat das so ein bisschen runtergeleiert. Ja, das kennt man auch. Aber es gibt ja auch diese Momente, wo er eine Content-Offensive plant und dann voller Euphorie erzählt, was er denn so alles vorhat. Und ja, eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass er so startet. Das ist aber so nicht passiert. Er hat natürlich in seinem Trailer auch sehr viel gelogen. Das macht die Sache natürlich auch problematisch. Und hat zudem auch noch behauptet, dass das Ganze ja verjährt wäre. Ja, und das stimmt natürlich auch so nicht. Des Weiteren hat er dann noch ein Video hochgeladen. Da ging es wohl um einen Podcast. Da hat er eigentlich auch wieder nur geschossen. Wirklich Content, ja, ist von ihm nicht zu erwarten. Aber also ich habe mir schon gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt. Zumal er ja wohl auch Hilfe hatte. Ich glaube nicht, dass dieses Deutsch, Englisch und so weiter alles auf seinem Mist gewachsen ist. Und der Kanal wurde ja auch beworben und nicht nur von ihm. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass ihm da vielleicht auch jemand Tipps gibt, was er vielleicht nicht tun sollte. Ja, bei dem Video war es so, da gab es dann natürlich direkt auch Kommentare. Und da waren eben auch große YouTuber dabei, die sich gemeldet haben und ihm auch gesagt haben, dass er da nichts mehr zu suchen hat. Die Kommentare wurden dann irgendwann pausiert. Viele wurden natürlich auch gelöscht
Und aber das habe ich nicht anders erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte dann auch relativ schnell seine 1000 Abos voll und hat dann nochmal ein Video hochgeladen, wo er dann seinen Zuschauern gezeigt hat, was er denn benötigt an Wiedergabezeit, damit er so schnell wie möglich monetarisieren kann. Natürlich, das Geld ist knapp und er hat versucht, wenn auch ohne Erfolgsaussichten, hat versucht, wieder eine Geldquelle aufzutun, zu generieren. Und für ihn ist es natürlich oder wäre es natürlich am einfachsten, wenn er vorproduzierte Videos auf YouTube hochladen könnte. Da könnte er dann gegebenenfalls ein Gehupe oder andere Störungen rausschneiden und könnte weiterhin behaupten, sein Wohnsitz wäre nun in Berlin. Nochmal zu diesem Video, zu diesem Podcast. Er hat sehr viel gelogen, was die Löschung damals von seinem YouTube-Account betrifft. Er hat alles verdreht. Alles nur aus seiner Sicht. Ich weiß nicht, ob er es nicht einsehen will oder kann oder ob er das einfach mutwillig macht. Denn er hat sich auch ganz, ganz oft widersprochen. Er war damals verwarnt und hätte einfach diese 7 Tage Strike absitzen müssen. Und das hat er nicht getan. Der Beweis ist einfach da. Hinzu kommt ja auch noch, dass auch YouTube sich schon dazu geäußert hat damals von höherer Stelle und erklärt hat, dass er nie wieder einen YouTube-Kanal haben darf, weil die Richtlinien eben sehr ernst nehmen, was ja auch richtig ist und deshalb ihm keine weitere Chance bieten. Als seinen Rückkehrgrund gibt er halt auch wieder Mobbing an. Er stünde gegen Mobbing, er würde dafür kämpfen, solange er lebt und selbst wenn er dafür draufgehen würde, so sein Wortlaut, er würde immer dagegen ankämpfen. Er hat schon gegen so viele kämpfen müssen und das würde er weitermachen. Nur um ein Beispiel anzugeben, er gibt zum Beispiel an, dass er aus seinem Dorf vertrieben wurde damals. Und wir wissen, er hat seine Schanze, sein Haus, sein Grundstück verkauft und hat das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster geschmissen, anstatt sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Ja, er beharrt weiterhin darauf, dass er immer alle Schwachen schützen wird und ihnen zur Seite stehen wird, dass er jedem, der in irgendeiner Weise zu schwach ist, es allein zu schaffen, von ihm geschützt wird. Ja, und das ist wieder so. Darüber rege ich mich schon wieder am meisten auf, muss ich wirklich sagen. Das ist sowas, da könnte ich ihn jedes Mal, ne, fragen, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Er denkt doch immer nur an sich, egal in welcher Hinsicht. Und er ist schon mehr als einmal gebeten worden, sich doch mal für jemanden einzusetzen, in den verschiedensten Formen. Und er hat sich immer geweigert, mit irgendeiner blöden Ausrede, die weder Hand noch Fuß hatte. Am Nachmittag war es dann soweit, dass sein YouTube-Kanal gesperrt wurde. Ja, das wurde natürlich in vielen Kreisen gefeiert. Es ging viel schneller, als ich vermutet hätte. Auch hier wieder muss ich sagen, also YouTube hat wirklich schnell reagiert. Das hat nur wenige Stunden gedauert. Ich habe gedacht, so 2, 3 Tage wird der Kanal wohl bestehen bleiben, bis da das bearbeitet ist, beziehungsweise kontrolliert ist und dann dicht gemacht ist. Aber das ging diesmal ganz, ganz schnell. Reini hat sich dann direkt an die Arbeit in Anführungsstrichen gemacht und hat einen Blogpost veröffentlicht. Der war wieder an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Der Fehler liegt niemals bei ihm. Es ist alles ungerecht. Er wirft YouTube ernsthaft vor, Mobbing zu unterstützen. Und das ist so frech und so dreist. Aber auch wieder ein Zeichen dafür, wie er tickt. Der Fehler kann ja gar nicht bei ihm liegen. Und er verstößt auch gegen keine Richtlinien oder AGBs. YouTube verstößt gegen die eigenen AGBs. Und er behauptet dort auch, man könne keine Personen sperren bzw. bannen. Ja, hat er doch gesehen. Auf seinem Blog schimpft er natürlich wieder wild über alle. Also er wirft YouTube nicht nur Mobbing vor, sondern auch, dass YouTube die Haterschaft unterstützt, da es ja so viele Hater-Kanäle gibt, die
mit seinem Content Geld machen dürfen, wo es unterstützt wird, dass die jeweiligen Creator zu Straftaten aufrufen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat. Wenn, habe ich es verpasst. Er gibt sich dennoch unbesiegt, auch auf seinem Blog. Er hat ja nun eine ziemliche Schlappe erlebt und gibt sich trotzdem unbesiegt. Auch auf X gibt er sich unbesiegt. Klar, da wird er einiges an Nachrichten bekommen haben, dass er eben besiegt ist. Er gibt sich unbesiegt und er wird sich weiterhin sein Leben lang für Mobbingopfer einsetzen. Und am Ende benutzt er einen Imperativ. Wacht auf. Das kann ich nur zurückgeben. Reini sollte ganz dringend aufwachen. Er sollte wirklich ganz, ganz dringend aufwachen, denn das sollte ihm jetzt endlich mal klar werden. Er darf nicht zurück zu YouTube und dort einen Kanal erstellen. Dass ihm das wehtut, dass er traurig darüber ist, das ist alles logisch, denn das war ja wirklich seine beste Einnahmequelle. Er hat keine Lust auf TikTok. Und auf YouTube, wie gesagt, da könnte er Video um Video hochschießen. Er müsste sich halt ein bisschen mehr Arbeit machen als für gewöhnlich und diese bearbeiten, wenn da irgendwelche Störgeräusche drin sind. Ich vermute auch mal, dass sein neuer Freund und Unterkunftsgeber Uwe vielleicht auch nicht möchte, dass er streamt, sondern dass er nur Videos machen soll. Am besten noch welche wahrscheinlich, wo man ihn nicht sieht. Ich verstehe das alles, aber seine Reaktion, die wird ihm keinen YouTube-Kanal bescheren. Der Zug ist eh abgefahren, das ist mir völlig klar. Aber diese Reaktion, die lässt die Leute, die sowieso gegen ihn sind, doch noch mehr über ihn lachen. Und dass er das nicht einsieht. Und es ist wieder so eine Trotzreaktion und so eine kindliche Reaktion. Und ich kann wirklich nur noch den Kopf schütteln. Er wird nicht aufwachen, das ist mir völlig klar. Ich bin davon überzeugt, dass er nicht aufwachen wird. Wahrscheinlich wird er es in 6 bis 12 Monaten wieder versuchen und wir sprechen vielleicht wieder darüber. Man weiß es nicht. Vielleicht glaubt er, wenn dann eine Frist von 3 Jahren verstrichen ist, dass er dann wieder zurückkommen darf. Obwohl das endgültige Aus ja eigentlich schon seit 2 Jahren feststeht. Ja, wie wird es weitergehen mit Reini? Wird er jetzt doch wieder auf TikTok sein? Odyssee und Kick? Ja, weiß ich nicht. Kick vielleicht zwischendurch mal, dass er da so ein Video, so ein Spielevideo hochlädt, so ein Let's Play wie beim letzten Mal, wo er sich nicht zeigt und nicht spricht. Vielleicht. Das wird nicht von Erfolg gekrönt sein, ganz klar. Aber vielleicht macht er das. Odyssee? Ja, vielleicht auch mal so ein Spieletipps-Video oder so, wobei bei Odyssee verdient er nichts, ne? Selbst wenn er verpartnert ist, ich weiß nicht, wie viel die ihm da zahlen oder wie das da berechnet wird. Ich habe keine Ahnung. Bliebe nur noch TikTok, da könnte er ein paar Videos hochladen, die können aber, glaube ich, auch nicht so lang sein. Wir werden es sehen. Welche Frage ich mir allerdings gerade stelle, jetzt wo YouTube vorerst für ihn. Generell ist es natürlich, wird das nichts mehr, aber für ihn ist es ja jetzt auch erstmal vom Tisch. Welche Geldquelle wird er als nächstes generieren? Ich glaube schon, dass er wieder auf der Suche nach einer neuen ist. Wir dürfen also gespannt sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und auch noch einen wunderschönen Mittwoch, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr das Ganze Mittwochnachmittag auf die Ohren bekommt oder gegen Abend. Habt eine wunderbare Zeit, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns beim nächsten Mal.